Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich mir einen Herrn eingeladen, der sehr, sehr viele Bereiche beackert, sage ich mal so. Und wie gesagt, darüber sprechen wir jetzt auch sehr, sehr gerne. Und ein Künstler, wie gesagt, mit vielen Dingen, die er auf dem Tisch liegen hat bei sich zu Hause. Und wenn er darüber berichtet, werden Sie sicherlich sehr erstaunt sein. Und deswegen meine ich, dass ich auch mal diesen Gast einfach einladen musste. Er kommt aus Kiel, Henning Schöttke. Herzlich willkommen, Henning. Hallihallo, Gerd. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir geht's gut? Ja. Du bist doch gut aus, wie immer. Ja. Ja. Gut, du bist auch noch jung und dynamisch. Ja. Vergleichsweise jung, ja, ja. Ja, ja, okay. Henning, du hast ja sehr, sehr viele Dinge um die Ohren, das weiß ich ja. Und deswegen bin ich auch froh, dass du heute dann die Zeit mal gefunden hast, zu mir zu kommen. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, du bist ja eigentlich Autor, du bist Comedy-Zeichner und du bist sogar Musiker. Und über diese drei Dinge werden wir jetzt gleich mal sprechen. Also geboren bist du, da habe ich so gelacht, wie es gesehen am 11.11. Aber du bist nie Karnevalsprinz gewesen, ne? Nein, nein, also mit Karneval habe ich nicht besonders viel am Hut, aber es ist natürlich 11.11. passt mit Comics zusammen. Ja, ne? Da hast du allerdings recht, ja. Und das war in Hamburg? Das war in Hamburg, genau. Das war in Hamburg. Wie lange hast du denn in Hamburg gelebt? In Hamburg bin ich weggezogen, als ich 8, 9 Jahre alt war. Also ich war in der ersten Klasse war ich. Ja. Und dann auf dem direkten Wege nach Kiel? Nach Kurzhagen. Nach Kiel-Kurzhagen? Ja. Ah ja. Und mit deiner Familie oder beziehungsweise mit deinen Eltern? Mit meinen Eltern und meinem Bruder. Aha. Da bist du eingeschult worden in Kurzhagen? Nee, nee. Ich bin in Hamburg eingeschult worden, aber habe da die erste Klasse nicht zu Ende gemacht. Ja. Sondern bin dann in die erste Klasse in Kurzhagen gekommen. Aha. Und da hast du auch dann, warst auch bis zum Ende in Kurzhagen oder so zwischendurch nochmal gewechselt? Wohnhaft? Nein, schulmäßig. Schulmäßig? Naja, Kurzhagen, dann da Grundschule. Ja. Dann zur Max-Planck-Schule. Ja, ach, das war ja Hasse. Ja, dann von der Max-Planck-Schule bin ich dann in der 10. Klasse geflogen, weil ich da zweimal sitzen geblieben bin. Ja. Dann bin ich nach Kurzhagen zur Realschule gekommen. Und dann bin ich zum sozialwirtschaftlichen Gymnasium. Das ist in dem Jahr gerade umbenannt worden. Das war vorher die Frauenfachschule am Königsweg. Ja. Und das war das sogenannte Pudding-Abitur. Und wir waren da am Anfang, das war schon spannend, wir waren am Anfang drei Jungs in der reinen Mädchenklasse und dann sind die beiden dann nach und nach auch, haben die Schule verlassen und zum Schluss war ich dann der einzige Junge in der Mädchenklasse, das war schon irgendwie... Interessante Sache. Toll, ja. Henning, die Zeichnerei, die du ja nun wirklich von der Pike auf gelernt hast oder auch sehr, sehr gut kannst, hast du da schon immer irgendwie... Hast du mal früher gewollt oder hast du gemerkt, oh Mensch, das kann ich eigentlich und das werde ich irgendwann mal weitermachen oder wie spürt man sowas? Das ist tatsächlich so, dass das ist ein richtiger Kindheitswunsch von mir, Künstler zu werden. Also jetzt nicht speziell Zeichner, aber Künstler zu werden. Ich hab das Glück gehabt, dass ich da eine Nachbarin hatte, die hat ein Baugeschäft und immer wenn dann die Maurer mittags zum Essen kamen, damals war das noch so, dass die beköstigt wurden da. Das war eben ein kleines Geschäft. Und immer wenn die dann kamen, dann hat die Nachbarin gesagt, Henning kann ein neues Lied oder Henning hat ein neues Bild gemalt und so. Das wurde dann gezeigt. Dann habe ich Hänschen klein gesungen oder alle meine Entchen und alle haben geklatscht. Und das war schon ganz früh, dass mich das irgendwie natürlich dann beflügelt hat. Also bist du praktisch sehr früh mit der Zeichnerei angefangen, ne? Mit der Musik auch dann, ne? Mit der Musik auch, ja. Hattest du da schon eine Richtung von der Zeichnerei? Ich meine, was du heute machst, wissen wir ja. Aber bist du schon mal mit der Comedy-Zeichnerei angefangen? Das waren Comics am Anfang gleich, ja. Damit bist du auch angefangen? Ja, ja. Ich hatte da eine Figur erfunden, was als Kind, ne? Also in der ersten Klasse. Das war ein Teddy. Und der Freund war ein Seepferdchen. Und dieses Seepferdchen kam vom... Das gab damals im ersten, wenn abends Werbung war, gab es immer zwischendurch so ein Seepferdchen Zeichentrickfilme. Ja.
Und dieses Seepferdchen sozusagen, das war dann der Freund von Teddy. Ah. Und das waren meine ersten Comics. Ach was. Ja. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Aber beruflich war das, hattest du eigentlich andere Vorstellungen, ne? Du meinst nach dem Abitur? Ja. Ja, ich bin dann Lehrer geworden, beziehungsweise habe dann Lehrer studiert. Aber rückblickend muss ich sagen, und das habe ich auch erst mit 40 oder so erkannt, dass das eigentlich eine rein politische Entscheidung war. Also ja. Ich komme ja aus dieser Zeit, 68 und so. Und das war, ich wollte gerne ein Lehrer werden, der das anders macht. Ja. So, ne? Aber von meinem Herzen wollte ich eigentlich immer Künstler sein. So, das habe ich dann aber erst später gemerkt. Das ist mir so. Na gut, okay. Aber du hast das Studium, wie gesagt, gemacht fürs Lehramt, ne? Fürs Lehramt, ja. Und welcher Bereich wäre das gewesen? Das war für Realschule, ja. Mathematik und Musik. Aha. Daraus ist aber nichts geworden, ne? Nee, also ich war ungefähr ein Semester vorm Examen. Und da habe ich mit Freunden zusammen und mit meinem Bruder und zwei Freunden zusammen eine Szene-Kneipe aufgemacht in Kiel. Und dann war ich noch jahrelang eingeschrieben, weil ich immer dachte, ach, so ein Semester vor Schluss, das ist ja Blödsinn, das musst du ja noch zu Ende machen. Ja. Aber in der Zeit haben sich sehr schnell meine Lebensverhältnisse geändert. Ich war plötzlich Unternehmer, die anderen sind abgesprungen. Dann habe ich eine feste Freundin, hieß es ja damals, aber eine Partnerin gehabt und wurde dann auch schnell Vater. Und da ging es ganz schnell dann darum, dass ich Geld verdienen musste. So, ne? Und konnte dann nicht einfach sagen, ich mache die Kneipe jetzt irgendwie nur halb oder so. Ja. Und dadurch, ich war dann eingeschrieben noch, aber irgendwann im 20. Semester, glaube ich, habe ich dann eingesehen, das wird sowieso nichts mehr. Also ich habe mich dann exmatrikuliert. Okay. Wo war die Kneipe denn? Die Kneipe war am Dreiecksplatz, heute in der Straße 11. Das Landfair, beziehungsweise die Kneipe mit dem langen Namen, den keiner aussprechen konnte. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Also ich konnte da nicht so schlau werden. Aber das war ein sehr, sehr langer Name. Ja. Ja, das war benannt nach dem... Kriegst du noch zusammen? Ja, den kriege ich noch zusammen. Das war benannt nach der Ortschaft mit dem längsten Namen von Europa. Der ist damals, das ist in Wales, das ist aus Fremdenverkehrsgründen, also aus touristischen Gründen tatsächlich dieser Name mal erfunden worden. Ja. Und mein Bruder ist in der Gegend rumgereist und wusste deswegen von dem Namen. Und das war eigentlich erstmal so eine lustige Idee, aber... Wir wussten gar nicht, wir hatten nicht geplant, was das für einen Werbeeffekt hat. Ja. Das hatte einen unglaublich enormen Effekt, weil das war ein Name, den konnte sich niemand merken und dadurch konnte ihn aber auch keiner vergessen. Also es gab ja in Kiel keine andere Kneipe, wo man gesagt hätte, das ist die Kneipe mit dem komischen Namen oder das ist die Kneipe mit dem Namen, den keiner aussprechen kann oder so. Jeder Taxifahrer wusste sofort, wenn irgendein Gast sagte, ich möchte mit diesem, da gibt es so eine Kneipe mit so einem komischen Namen, wusste jeder Taxifahrer sofort, was gemeint war. Ja. Und dann war es so, wir haben das am Anfang nur Englisch ausgesprochen, das ist Gälisch, so, das Walisische. Das hat andere Buchstaben, Zusammenhänge, als man sie sonst im Deutschen oder im Englischen gewohnt ist. Das fängt zum Beispiel schon alleine mit einem Doppel-L an. Und mitten im Namen gibt es eine Stelle mit vier Ls hintereinander. Oh Gott. Ja. So, und ein W, das wird ausgesprochen wie U. Deswegen hat man eine Stelle P-W-L-L, wo gar keiner weiß, das sind eigentlich nur Konsonanten, wie kann man sowas aussprechen? Naja, und wir haben das erst rein Englisch ausgesprochen. Und dann hatten wir das in der Kieler Woche, wenn Waliser auf der Kieler Woche waren, dann kamen die natürlich in unsere Kneipe. Ja. Und die haben dann jedes Mal ein bisschen mehr uns gesagt, das wird so ausgesprochen, das wird so ausgesprochen. Dann habe ich das in Lautschrift mir aufgeschrieben, habe das so ein bisschen gelernt. Dann nächstes Jahr kam einer und sagte, nee, das ist in Südwils, damit das so, wir in Nordwils sprechen das so aus. Und so, und am Anfang war es auch so, jeder, der es aussprechen konnte einmal, der kriegte dann Freiwehr. Ja, krass. Ja. Kannst du es nochmal sagen? Ja, natürlich. Schön langsam. Ich muss erst mal. Überlegen. Chlan war puch gwen gich guger chwen dober chlan tüsilio gugugoch. Oh Gott, das ist schwer. Das kann doch gar nicht mehr tragen. Nee. Das ist auch noch so ein bisschen polnischer Akzent mehr drin. Ja, ne? Es wirkt so, ne? Ja, genau. Aber wir kriegten auch ständig Anrufe, was das für ein komischer Name ist. Oder wir haben tatsächlich sogar einmal mit Radio Wales ein Interview gemacht. Auch was. Ja.
Aber dann haben die Leute bestimmt gesagt, wenn sie mit der Taxi gefahren sind, wir wollen zu Henning, denke ich mal, ne? Nee, einfach, nee, die haben tatsächlich gesagt, die Kneipe mit dem komischen Namen. Ach so. Das gab ja keine andere mit dem komischen Namen in Kiel. So, ja. Oder? Also das war wirklich toll. Ja, das war richtig klasse. Und wie lange hast du die gehabt? Die habe ich, wir sind in einen Pachtvertrag eingestiegen, der 10 Jahre war. Und die Vorbesitzerin hat den nach etwas über einem Jahr, konnte die nicht weitermachen. Und insofern hatten wir fast 9 Jahre das. Und als dann die Frage anstand, ob wir den Pachtvertrag noch mal verlängern, da war ich dann mittlerweile mit meinen Comics so, dass ich sagen konnte, davon kann ich wahrscheinlich leben. Und es war außerdem so, dass ich schon da als junger Mann leichte Knieprobleme bekam und irgendwie eigentlich wusste, das wirst du nicht für immer und ewig machen können. Obwohl das auch durchaus Spaß gemacht hat. Ich habe sehr viele Leute da kennengelernt. Ich habe viele Kontakte geknüpft. Das hat auch mit meiner Zeichnerei durchaus mich vorangebracht. Das war dann, wie es war. War spannend. Und dann kam der Künstler durch. Dann kam so der Künstler richtig durch, ja. Also ich habe in der Zeit der Kneipe, so nach 2-3 Jahren, würde ich sagen, da habe ich meine ersten Comics dann gemacht und bekam auch schon von Rowohlt eine Anfrage und dann vom Kieler Semmel Verlag natürlich, mit dem hatte ich auch zu tun, wegen Brösel und so weiter. Und dann war etwa 2 Jahre, bevor wir die Kneipe aufgaben, da gab es zwei Gäste bei uns, die waren Lehrer im Studienkreis. Und der Studienkreis ist eine Nachhilfeorganisation bundesweit. Und die wollten ihr eigenes Lehrmaterial rausgeben und mit Comics bebildern und fragten dann bei mir an. Und für die habe ich dann im Laufe der folgenden 20 Jahre etwa 100 Schulbücher illustriert im Comic-Stil. Jetzt die Frage nochmal, wann hast du denn dein erstes Buch veröffentlicht? Mein erstes Buch habe ich veröffentlicht, das müsste gewesen sein, meine Tochter ist 82 geboren. Das war, ich glaube, ein Jahr später, 83, glaube ich. Ja, gut, okay. Ja, jetzt kommen wir zu dem Namen Flobus. Ja. Das war das zweite Buch, Flobus. Das war das zweite Buch. Ja. Das hat aber einen bestimmten Grund gehabt. Ne? Kannst du da mal was über erzählen? Flobus? Ja. Ja, also wir hatten einen Kater zu Hause. Ja. Und dieser Kater hatte, wie Katzen das leider manchmal so an sich haben, hatte Flöhe. Ja. Nicht immer, aber öfter. Und immer wenn er dann so in der Wohnung entlang lief, und Katzen, die haben es ja, dass sie sich manchmal so ein bisschen schubbern an den Tischen oder an den Hosenbeinen der Menschen. Dann haben wir immer gesagt, meine Frau und ich, immer so zum Spaß, das ist eine Bushaltestelle. Und da steigen die Flöhe jetzt ein am Tisch und dann kommen sie eben ans Bein und da steigen die Flöhe dann wieder aus. Also der Flobus. Und dadurch kam der Name Flobus zustande. Ja. Und weil Flobus sich so ein bisschen anhört wie ein lateinisches Wort, war das dann ganz schnell, als ich meine erste Comic-Idee, ich weiß noch, meine erste Comic-Idee, manche solche Sachen weiß ich sehr genau, hatte ich in der Nähe vom Bahnhof, bin ich die Straße langs gegangen und hatte meine erste Comic-Idee, die mit Katzen irgendwie zu tun haben könnte. Und zwar, das war ziemlich schwarzer Humor. Es ging darum, dass eine Katze hat 3-4 Junge gekriegt. Und dann gibt es eben auch in dem Comic einen Mensch, also eine Frau, die Drillinge bekommen hat. Und als Kommentar dazu denkt die Katze denn, sie würde gerne wissen, ob die Frau die Drillinge alle behält oder ob einige davon ertränkt werden. Und das war so, ich habe manchmal auch so ein bisschen harte Sachen gemacht, ich habe auch nette Sachen gemacht, ich habe auch sehr liebe Sachen gemacht. Ja. Aber das war so der erste Gag, der mir einfiel. Und da habe ich gedacht, das machst du mal als Serie. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Und was ziemlich blöd war, relativ schnell, nachdem ich die ersten damals veröffentlicht habe, in der Taz, glaube ich, habe ich meine ersten Flobus-Comics veröffentlicht. Relativ schnell danach habe ich im Stern gelesen, dass es eine neue Serie aus USA gibt, Garfield. Ja. Und das hat mir sehr geschadet. Das hat also, wenn ich dann mich an irgendwie, damals fing, glaube ich, gerade die Titanic an. Die Pardon gab es da auch noch parallel. Immer wenn ich mich dann an Stadtmagazine oder so wandte,
wurde ganz häufig gesagt, ja, nee, das ist jetzt irgendwie ein Abklatsch von Garfield und so. Ja, das war nicht gut. Aber war dann, wie es war. Kommen wir nochmal zu 1989. Du hast es bereits schon mal erwähnt mit den Schulbüchern. Ja. Was hast du? Du hast ja sehr viele illustriert, sehr viele Schulbücher. Und was für Schulen war das? Und war das so für, natürlich sicherlich nur für Kinder, ne? Ja, ja. Das war nur für diesen Studienkreis und war dann für die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch. Und auch da kam es mir zugute, dass ich für Lehramt studiert habe, weil ich natürlich in dem ganzen Bereich mich schon gut auskannte. Das habe ich im Laufe meines Lebens oft erfahren, dass eigentlich nichts, was ich jemals gemacht habe, irgendwie verloren war. Also alles, was ich habe ja sehr viel Umwege gemacht in meinem Leben, ne? Aber nichts davon hat sich irgendwie als unnötig erwiesen. Alles hat letztlich mich zu dem zufriedenen Menschen, der ich jetzt bin, als älterer Mensch gemacht und hat mir auch immer irgendwie, auch wenn eine Tür zuging, ging eine andere auf oder wenn eine Tür zuging, dann war plötzlich etwas, was ich früher gemacht hatte, erwies sich plötzlich als gut und ich konnte davon dann profitieren, zum Beispiel von meiner Kneipe. Also es war so, meine Frau hat das sehr geliebt, in der Kneipe zu arbeiten, ne? Aber es war für mich schon hart, weil die finanzielle Sache ist, sowas ist für Gastwirte schon hart. Ja, das glaube ich. Es machte dann zum Beispiel die Traumfabrik auf oder es machte hier mit diesem großen Park, komme ich jetzt nicht im Moment auf den Namen, Forstbaumschule, das machte dann auf und das merkten wir sofort. Also das merkten wir sofort, dass dann 20-30% weniger Gäste da waren. Mhm. Und ich konnte mich erinnern, aus meiner Kindheit eine Fernsehserie, ich glaube, die hieß die Hasselbacks. Ich habe die auch nicht regelmäßig geguckt, aber ich habe da so ein paar Folgen gesehen. Und da gab es, glaube ich, einen Vater, der hatte auch ein kleines Geschäft. Und ich erinnerte mich an Szenen, dass der so nachts am Küchentisch saß und dann eben gerechnet hat, weil es mit den Einnahmen alles nicht stimmte. Ja, ja. Und ich weiß, dass ich das als Kind irgendwie so komisch fand, irgendwie ein bisschen irreal fand. Und als ich dann erwachsen war und die Kneipe hatte, gab es tatsächlich häufig Zeiten, wo ich mich dann so fühlte und merkte, dass bei diesem ganzen Schönen, was die Kneipe auch hatte, also die ganzen Kontakte mit vielen Gästen, nette Sachen zu machen mit denen, dass es mich sehr, sehr gleichzeitig auch belastet hat, auch in Schlaf verfolgt hat und so. Und insofern war das dann auch eine gute Entscheidung, das abzugeben. Aber viele, viele Jahre später, also 15 bis 20 Jahre später, ist es jetzt so, dass sich viele Menschen noch an mich erinnern aus der Kneipe. Ja. Und dass mir das auch jetzt mit meiner Kunst irgendwie hier und da zugutekommt. Ja. Dass dann so Leute sagen, ach, du hast das ja hier mit der Kneipe. Zum Beispiel Feridun Zalmoglu zum Beispiel. Ja. Der hat mal einen Tag in meiner Kneipe gearbeitet. Ja. Und hat da in der Küche gearbeitet. Und kam dann aber leider 2-3 Tage später, weil er woanders einen Job gefunden hatte, wo er mehr arbeiten konnte. Also er hätte ja am Anfang bei uns nur 1-2 Schichten haben können und er hatte dann einen anderen Job gekriegt, wo er mehr. Aber den habe ich dann zum Beispiel dadurch kennengelernt und solche Sachen haben sich als sehr positiv erwiesen. Ja, ja, und so eine Sache, da ergibt sich natürlich so das eine oder andere. Hier, ja, absolut. Und dann kommen wir mal zu 1997, jetzt kommt das Internet. Ja. War das für dich eine positive Sache oder? Das war sehr positiv. Also sagen wir anders. Als es mit Computern anfing, so vor 1990, da war ich schon sehr gegen Computer eingestellt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Computer sehr viel Arbeitsplätze kosten werden. Ja. So. Und ich bin auch von Haus aus überhaupt kein Technikfreak. Ich bin also jemand, dem man alles, jeden Videorekorder, jede Waschmaschine, Spülmaschine, CD-Player, Handy, mir muss man alles unglaublich lange erklären und wenn ich das dann nicht sofort benutze, habe ich das gleich wieder vergessen, weil mich das eigentlich nicht interessiert. Insofern haben wir doch relativ spät angefangen mit Computern, eigentlich wegen einem Computerspiel, so ein Weltraumspiel, was wir mit anderen machen wollten und auch deswegen, weil meine Frau, die sehr mit Computern sich gerne auskennt und die überhaupt auch technisch begabt ist, auch bei uns immer die Autos repariert hat und so weiter, mit meiner Frau
Die hat eine Ausbildung gemacht bei Siemens mit Computern und deswegen haben wir uns einen Computer gekauft. Mhm. So. Und dann entwickelte sich das eben mit dem Internet und da habe ich dann die Idee gehabt, man könnte irgendwie eine Humorseite sich ausdenken und da dann platzieren im Internet. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen wie in der Anfangszeit des Fernsehens. Das ist alles ist irgendwie Wild West und wer da zu den Ersten gehört, der würde dann vielleicht auch hinterher da einen ganz guten Claim abstecken können. Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt, habe mich dann mit Comiczeichnern aus Kiel und Schleswig-Holstein getroffen. Und das Spannende war, dass die dann zu mir sagten, nee, das war 96, muss ich zu deren Entschuldigung auch sagen. Die sagten dann, nee, aus ihrem Gefühl, das Internet wird sich nicht so lange halten, das wäre nur so kurzfristig, da hätten sie keine Lust mitzumachen. Aha. Und dann, weil ich aber schon so eine Redaktion irgendwie geplant hatte, mit eben den anderen Comiczeichnern und das ganze Konzept schon darauf hin, war, habe ich mir Comiczeichner ausgedacht und habe dann unter verschiedenen Stilen gezeichnet. Eine Figur, die ich mir ausgedacht habe, zum Beispiel, den habe ich Lefty genannt. Da habe ich mit links gezeichnet, die Comics, damit die so ganz murksig aussahen und so. Ne? Und das war dann irgendwie auch durchaus witzig, hat mich auch wieder vorangebracht. Das haben wir, glaube ich, 4 Jahre gemacht, hatten an die 20 Folgen. Und da habe ich dann einen Comic gemacht, der sich sehr weit verbreitet hat. Das hing zusammen mit einer Werbung von Boris Becker, AOL, gab es so eine Werbung, bin ich drin. Und das war eine Werbung, die sehr, wie soll ich sagen, sehr stark eigentlich auf Sexuelle anspielen sollte. Ja. Das war klar, dass die Werbung so gemacht war mit dem bin ich drin. Und ich habe dann nur 2 Sätze geändert, sodass die Sexualität nicht mehr zweideutig war, sondern eindeutig. Und habe dazu was gezeichnet und habe das da in meine Seite, Imho hieß die. Imho, das ist so ein Begriff wie LOL und Roffel und so, das ist so eine Abkürzung. Das heißt, in my humble opinion, nach meiner unmaßgeblichen Meinung, so meiner Meinung nach. So haben wir das genannt, unser Ding, Imho. Und da habe ich diesen Boris Becker-Comic dann raufgesetzt. Und ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie dachte, ach, ich habe eigentlich so viel zu tun, das mache ich für die nächste Ausgabe. Aber dann dachte ich wieder, nee, wenn es dann vielleicht im Fernsehen den Spot nicht mehr gibt, dann ist der Bezug irgendwie weg. Und dann, na gut, habe ich dann gedacht, dann zwing dich mal dazu und zeichne das, setz das rein. Und innerhalb von 3 Tagen wurden unsere Zugriffe, dann haben sich verdreifacht, nachher verzehnfacht. Es rief mich dann jemand an, oder abgemeldet, das weiß ich nicht mehr genau, von einer anderen Humorseite, der sagte, er würde das, hätte das in 2 Tagen 10-mal schon angeboten bekommen, diesen Comic. Was blöd war dabei, war, dass derjenige, der den Comic von unserer Website weggenommen hat, der hat den ein bisschen verändert, hat den zusammengeschnitten und hat dabei meinen Namen entfernt. Das war wirklich Mist. Ja. So, ne? Nichtsdestotrotz haben eben viele meinen Zeichenstil wiedererkannt. Und ich habe dann das benutzt als Werbung für mich. Und das hat auch durchaus mich dann auch noch wieder einen Schritt weitergebracht. Ja, war erfolgreich dann. Ne? Ja, das ist mit Sicherheit hat sich das damals 1 Million Mal in Deutschland verbreitet. Ich habe alle großen Zeitungen in Deutschland angerufen, von Stern, Spiegel, Bild, Computerbild und alle. Und alle sagten, das würde bei Ihnen über dem Schreibtisch irgendwie ausgedruckt, angepinnt sein, das würden Sie kennen. Und wegen des sexuellen Bezugs wollten es aber viele nicht nehmen. Vor allem die Bild-Zeitung, beziehungsweise die Computerbild online, Quatsch, nicht online, gab es ja damals noch. Die Computerbild, das hat mich sehr erstaunt. Die sagten, weil in der Zeit das ganz oft in den Zeitungen war, dass das Internet nur mit Pornografie zu tun hätte. Ja. Das gab es ja so ein bisschen als Vorurteil. Deswegen gab es bei der Computerbild die Vorgabe, dass Internet und Sexualität nicht in einem Bericht zusammen genannt werden darf. Und deswegen haben die zum Beispiel über meinen Comic dann nichts gebracht. Ach so.
dann hat auch irgendwann Sat.1 bei mir angerufen und wollten mich irgendwie im Nachmittagsfernsehen bringen. Sagten dann aber, weil das eben von AOL war, müssten sie erstmal wegen der Rechte danach fragen. Und das ist dann nichts geworden, weil AOL wiederum bei Boris Becker nachgefragt hat. Und der hat gesagt, nee, diesen sexuellen, eindeutigen Zusammenhang, den würde er nicht wollen. Und dann ist das halt nichts geworden. Na gut. Aber das hat schon ordentlich Wellen geschlagen. Ja, das glaube ich gar nicht. Ja. 1999, jetzt hast du plötzlich gespürt, oder hattest du früher auch schon mal so das Empfinden gehabt, Mensch, ich müsste eigentlich auch mal was schreiben. Jetzt kam plötzlich der Autor durch. Wie ergab sich das? Ich habe schon als Kind viel geschrieben. Ich habe auch da schon Romane angefangen, Wildwestromane und so, Jerry Cotton-Kram, also sowas, was ich dann gelesen habe. Der bläuliche Lauf des Revolvers schimmerte matt in der Morgensonne, erinnere ich mich noch. Das habe ich geschrieben, als ich 7 war. So, ja. Das war also im Grunde genommen ein Klischee, reihte sich als andere, aber ich habe eben das geschrieben, habe die nie zu Ende gebracht. Das waren immer maximal 5 Seiten, dann hatte ich eine neue Idee. So, ich habe mich seit früher Zeit, also mit 18, vielleicht schon vorher, angefangen, mich mit Ethnologie und Anthropologie zu beschäftigen. So als Hobby. Und um das etwas kürzer zu fassen, ich hatte dann etwas gelesen über eine Eingeborenenfigur in einem Essay eines amerikanischen Anthropologie-Professors. Und darin war eine Figur beschrieben, aus Märchen oder Volkssagen aus der Karibik. So. Und das verband sich mit meinem Wissen über Ethnologie und Anthropologie. Und ich habe gedacht, da schreibe ich mal Kurzgeschichten mit. Das ist irgendwie spannend. Und das habe ich dann gemacht, also nur für mich. Und als ich so ungefähr bei Seite 70 war, merkte ich dann plötzlich, das ist irgendwie, das kann mehr werden, das ist irgendwie toll. So. Und dann bin ich im Internet in so eine Schreibgruppe eingestiegen und so hat sich dann meine Schreiberei weiterentwickelt. Aha. Was war denn dann? Dann kam auch der erste Roman, ne? Erst kamen Kurzgeschichten. Kurzgeschichten? Erst kamen Kurzgeschichten, ja. Erst kamen Kurzgeschichten. Ich hatte da, ich hatte in dieser Schreibgruppe im Internet, da sollte man immer, da gab es auch manchmal Themen und dies und das und so. Da sollte man immer verschiedene Sachen vorstellen. Dann wurden die von den anderen Mitgliedern kritisiert und Anmerkungen dazu geschrieben und so. Das war sehr intensiv, das war auch toll. Es war auch die Voraussetzung, dass man bestimmte Schreibbücher gelesen haben musste. Also man musste sich mit Handwerk beschäftigt haben, da waren die auch sehr streng. Die erste Sache von mir haben die auch abgelehnt, weil sie die zu schlecht fanden. Aha. Und es gab eine Kurzgeschichte, die mit Mathematik zu tun hatte und mit Bier trinken. Ja. Und die hatte ich da mal geschrieben. Und eine von den anderen Autoren, eine Frau aus Wien, die ging zu einem Verlag in Süddeutschland. Und dieser Verlag machte eine Anthologie mit dem Thema Mathematik. Und da hat diese Frau aus Wien hat mich dann angemailt, ob ich nicht meinen Beitrag da, diesen aus Mathematik, diese Geschichte, ob ich die da nicht einreichen möchte. Und dann habe ich noch 2 andere Geschichten mit mathematischem Inhalt relativ schnell geschrieben, habe die erste Geschichte gekürzt, weil es gab so eine maximale Seitenzahl, die man machen konnte. Und habe die da eingereicht und es wurden tatsächlich alle 3 Geschichten genommen. Und es gab einen internen Wettbewerb, ein paar hundert Euro nur, aber da habe ich dann den ersten Preis gemacht. Und das war krass. Ja. Vor allem im Hinblick darauf, dass ich als Zeichner mich jahrelang bemüht habe, irgendwie etwas, habe mich da auch bei Wettbewerben beteiligt und habe nie was gewonnen, kam noch nicht mal in die Auswahl, in die Nähere. Und jetzt beim Schreiben war es ganz anders. Da war mein erster Beitrag, den ich überhaupt gemacht habe, gewann gleich einen Preis. Das
das zeigte mir, wie unberechenbar dieses Geschäft ist. Allerdings, so, ne? Also meine Zeichnungen waren ja auch gut. So, ja, ne? Das war jetzt nicht, dass ich dadurch gedacht hätte, meine Geschichte wäre so super gut. Ne? Ich habe einfach gemerkt, dass das ist ganz, ganz viel vom Zufall abhängig. Man muss eben seinen Stiefel durchziehen und so ist das dann eben. Ja, das war natürlich ein Glücksfall dann. Ne? Genau. Also ich meine, oh Gott, das kann ich ja auch. Das kann ich ja auch. Ich kann ja vieles. Das kann ich ja auch. Nur habe ich auch was gewonnen. Das ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen hilfreich. Ne? Ja, dann kommen wir mal zu 2016. Seit 2016 wurdest du Kulturvermittler des Landes Schleswig-Holstein. Was bedeutet das? Kulturvermittler des Landes Schleswig-Holstein. Meine Frau hat um einen Adventskranz zu basteln, einen Kieler Express untergelegt, damit nicht so viele Nadeln auf den Tisch kommen. Das ist gut. Und darin hat sie einen kleinen Bericht gelesen, dass für ein Projekt Kulturvermittler in Schleswig-Holstein Lehrer und Künstler gesucht werden. Und dann habe ich mich da beworben und bin dann auch genommen worden. Und da gab es dann verschiedene Seminare, in denen wir dann ausgebildet wurden. Also einmal in den verschiedenen Kunstbereichen, dann aber auch in Bereichen Recht. Also wie weit man dann als Künstler, also auch solche Dinge wie Aufsichtspflicht und so weiter und so fort. Sowas. Dann Projektmanagement, wie man solche Projekte überhaupt aufzieht, wie man da Anträge für schreibt und so weiter und so fort. Das habe ich ein Jahr gemacht. Also das waren Seminare, die waren verteilt, die kamen dann so alle 6 Wochen, kamen so Seminare, ich glaube so 10 Stück insgesamt. Da gab es dann ein Abschlussprojekt. Mhm. Ja, und seitdem bin ich Kulturvermittler des Landes Schleswig-Holstein. Auch Glück gehabt, ne? Genau. Und da ist meine Aufgabe, ist es da zwischen Schulen und Künstlern zu vermitteln. Also wenn Schulen ein künstlerisches Projekt machen möchten, dann können die mich beauftragen. Dann suche ich nach Künstlern. Ich suche auch nach Sponsoren eventuell. Also im kleinen Rahmen oder im großen Rahmen. Ich habe zum Beispiel für ein Musikprojekt einmal konnte ich einen Raum, der normalerweise die Miete 400 Euro gekostet hätte, konnte ich das erreichen, dass der Raum gesponsert wurde. Das war von der Räucherei. Ja. So, ne? Dann konnten die Schule, das war von der Klaus-Groth-Schule, die konnten dann da eben den Auftritt machen mit dem Musikprojekt und solche Dinge. Und so ist es so, dass ich da einmal als Kulturvermittler bin und dann außenstehend. Aber es gibt durchaus auch Projekte, wo ich selber dann als Künstler mit eintritt. Also als Comiczeichner zum Beispiel, solche Sachen. Oder in meiner Eigenschaft als Schreiber habe ich Theaterstücke dann mit Schülern konzipiert und so weiter. Deine Romane, die du schreibst, sind eigentlich eine Reihe, nicht? Ja. Und deine Romane, die stellst du ja auch vor, du machst ja auch Lesungen. Ja. Und die du aber auch mit Musik kombinierst, nicht? Ja. War das deine Idee? Und es ist sicherlich eine lebendigere Sache, als wenn man nur einen Roman liest, nicht? Welche Erfahrung hast du da gemacht? Das mit der Musik, das hängt damit zusammen, dass es in jedem Roman, also hier, das ist mein erster Roman, ja. So, da war, das handelt vom Essen, das ging zurück auf eine Anthologie, also mein Verlag, der am Anfang nur Kurzgeschichtenbücher herausgegeben hat, wie das Mathematikbuch zum Beispiel, wo dann ganz viele Autoren zu Mathematik etwas beigetragen haben, war hier das Thema, ein Menü, die 6 Gänge eines Menüs. So. Und dann war in der Aufgabenstellung, dass dann zu jeder Geschichte, die man einreichte, ein Rezept mitgeliefert werden sollte. Ah ja. Also das Rezept sollte in der Geschichte vorkommen und es sollte am Ende dann abgedruckt werden. Hier zum Beispiel gratinierten Obstsalat gibt es dann so. Ne? Ja. Und weil ich das eben gemacht hatte, habe ich, als ich dann auf die Idee kam, noch weitere Romane dazu zu schreiben und da eine Reihe draus zu machen, als ich auf diese Idee kam, war es dann so, dass ich dann wollte, dass, damit es einheitlich ist, dass in jedem Buch dann auch irgendetwas
Entsprechendes vorkommt. Also da waren es die Rezepte in meinem zweiten Roman über den Schlaf, beziehungsweise der Traum spielt eine große Rolle. Da gibt es da drin einen kleinen Auszug aus der Traumdeutung von Sigmund Freud. So, da war gerade das Urheberrecht ist irgendwie abgelaufen, seit 5 Jahren und so, insofern konnte man das verwenden. Da ist jetzt eben Sigmund Freud drin. Bei Superbia, meinem aktuellen Roman, da habe ich tatsächlich lange überlegt, was man da nehmen könnte, weil das Buch handelt von der Kunst und die Hauptfigur ist eine Musikerin, eine erfolgreiche Musikerin, die eine Band hat, die Superbia heißt, die Musikerin selber mit Künstlernamen nennt sie sich auch Superbia. Und da ich seit Jahren viel privat für mich komponiert habe, kam ich dann irgendwann auf die Idee, ach, ich könnte doch einfach einen Song, der da irgendwie erwähnt worden ist im Roman, da könnte ich ein richtiges Lied draus machen. Das habe ich dann hinten auch abgedruckt, also das dann mit Noten und mit Gitarrenakkorden und Text und so ist das dann hinten abgedruckt. Und das führte dann ganz schnell zur Idee, also auch von Freunden, die mich dann ermuntert hatten, die dann sagten, Mensch, wenn du das dann präsentierst im Literaturhaus, werden meine Bücher vorgestellt immer, dann ist es doch, kannst du doch irgendwie vielleicht eine Band dazu nehmen, die das dann einstudiert und dann da vorführt. Und daraus kam dann wieder die Idee, ja, wenn die Band das schon einstudiert, dann kann man das ja gleich auf CD noch machen, den Song. So, ne? Und dann gewann ich die Band Eddie Monroe aus Preetz, mit denen ich mich dann im Laufe dieses Projekts auch anfreundete. Die haben das dann ganz toll aufgenommen für mich da auf der CD. So habe ich das jetzt als Werbematerial, diese CD, dass ich die immer weggeben kann. Und bei vielen Auftritten, also wenn es hängt natürlich immer damit zusammen, wie weit die Band dann fahren muss, wie groß die Örtlichkeit ist. Es passt ja auch nicht überall eine ganze Band rein. So, ne? Also im Club 68 zum Beispiel werde ich Anfang nächsten Jahres, das wird so im Mitte bis Ende Februar, der Termin ist noch nicht, liegt noch nicht genau fest, da werde ich eine Lesung haben wieder aus Superbia und da wird Eddie Monroe mich zum dann eben auch begleiten. So, ne? Ja, und schön. Das ist, das kommt ganz total toll an. Also ich hab schon häufiger auch Lesungen von anderen gesehen, die das dann verbinden mit anderer Kunst. Das ist immer eigentlich sehr angenehm, durchaus. Ja. Aber es hat mir doch gelegentlich gefehlt, dass die Kunstarten sich auch wirklich verbinden. Also wenn jetzt, sagen wir mal, da eine Ausstellungseröffnung ist und jemand spielt am Klavier irgendwie Bach oder Beethoven oder irgendwas Schönes, dann ist es wie gesagt schön, aber es ist manchmal so, dass das einfach nicht richtig zusammenpasst. Ja, und bei mir, ich hätte das auch auf keinen Fall gemacht und ich werde das, obwohl das so erfolgreich war, werde ich das bei den weiteren Büchern nicht machen, dass ich das wieder mit Musik verbinde. Also. Weil das ist jetzt eine einmalige Sache, weil es eben hier sich um eine Musikerin handelt. Ja. Und wir machen es tatsächlich so, wenn ich das in der Lesung präsentiere, dann üblicherweise ist es ja so, wenn die Lesung zu Ende ist, dann klappe ich das Buch zu und sage vielen Dank. Und hier ist es so, wenn ich mit einer Band das aufführe, dann fängt die Band schon während des letzten Absatzes, den ich vorlese, leise an zu spielen. Das ist inhaltlich so, dass da gerade die Musikerin, die Hauptfigur, auf die Bühne geht und anfängt zu singen. Und in dem Moment höre ich dann eben auf und dann fängt dieser Song an, geht direkt ineinander über und erst dann sage ich hinterher Dankeschön, vielen Dank. Und dann ist die Lesung zu Ende. Tolle Idee. Ja. Wunderbar. Ja. Das war ein wunderbarer Schluss. Henning, gibt es ein ganz besonderes Ereignis in deinem Leben? Ein besonderes Ereignis? Ja. Außer einem familiären, bitte. Naja, da gibt es viele Ereignisse. Ich bin ständig irgendwie im Krankenhaus gelandet. Aber das sind keine besonders angenehmen Ereignisse. Nee. Dann machen wir noch ein Positives. Ja. Wenn dir nichts einfällt, ist gut. Aber wenn dir gerade so irgendwas einfällt, ach Mensch, das war ja eigentlich ganz toll. Gibt's nichts. Nee. Gut, dann lassen wir das einfach weg, ne? Ja. Gut, prima. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein aufgeblättertes Leben. Du hast ja sehr viel erlebt hier, sehr viel Positives. Das Schulische war so ein bisschen negativ, aber das gehört einfach im Leben dazu. Das kann nicht alles positiv sein. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Und ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg mit deinen Romanen. Dankeschön. Und vor allen Dingen Gesundheit und
dass du noch ganz, ganz viele Bücher schreibst. Und wir haben ja sowieso was vor, wir beide. Aber darüber wird ich irgendwann noch mal berichten. Dankeschön. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, war gerne hier. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, das war's auch wieder mit Henning Schüttke. In der nächsten Woche haben wir einen Herrn, der kommt aus Amerika. Und zwar ist es der neue Direktor von der deutschen Niederlassung in Silicon Valley. Das ist Tim Jönk. Wir wollten eigentlich eine Sache machen über Skype. Aber das hat sich nun leider verschlagen oder zerschlagen. Und weil er zufälligerweise in Kiel ist, hat er gesagt, ach komm, dann machen wir das einfach hier. Dann haben wir nicht diesen großen Umstand über Skype. Und mit den 8 Stunden Differenz hätten wir auch so ein bisschen Probleme gehabt. Das kommt nächste Woche. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie dabei sind, so wie heute. Und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und schönen Dank.